Ja, die kenne ich. Oder die Raum und Zeit, die Zeitschrift, eine Abbildung, davon sehen Sie hier im Hintergrund, sei unseriös. Ich begrüße dementsprechend auch alle Agenten des Systems, aus welchem Fachbereich Sie auch jeweils sind und hier sind. Sie können sich gerne bei uns frei informieren. Ich und Herr Dr. Stoll haben damit noch nie ein Problem gehabt, um das klar und deutlich zu sagen. Ja, und aus diesen Gründen, weil da wieder mal geschimpft worden ist, gegen sowas Unseriöses wie diese Zeitschrift hier, die in der Ausgabe Nummer 50, schon eine Weile her, die sagenhafte Botschaft hatte, das Ende der Aids-Virus-Theorie, da war die nämlich zu Ende. Das war im Frühjahr 1991, das ist also auch schon wieder ein paar Tage her. Das war das Thema, was ich hatte, bevor ich zum Deutschen Reich sozusagen kam. Da lese ich Ihnen mal kurz was vor, weil das ist etwas, nicht nur, was Sie Ihrem Partner erzählen können, Ihren Kindern, vielleicht sogar noch Ihren Enkeln, falls Sie dazu die Gelegenheit nutzen wollen. Und zwar folgender Text hier vom Heute im Infoblatt unter 2.2. Das Mitglied der Akademie der Wissenschaften der USA, Professor Dr. Peter Duisberg, hat in drei wissenschaftlichen Arbeiten die HIV-Theorie verneint. Also in drei wissenschaftlichen Arbeiten jeweils Negation oder eine Negation vorgelegt. Das ergänze ich jetzt mündlich hier. Ich lese weiter hier im Text. Nach virologischen und medizinischen Widerlegungen sagten die HIV-Orthodoxe, oder sagten HIV, also die unbedingt am Virus festhalten wollten, aber wo das Virus sei, da würde die Krankheit AIDS auftreten. Das war also die Kritik an Duisberg. Professor Duisberg lieferte seinen faulen Kollegen auch noch die epidemiologische Negation der unbewiesenen HIV-AIDS-These. Und zwar in der Arbeit AIDS Epidemiology Inconsistencies with Human Immunodeficiency Virus and with Infectious Disease. Und zwar in der Zeitschrift, kennen Sie bestimmt alle, Proceedings of the National Academy of Science of the United States. In der Ausgabe 88, ich wiederhole, in der Ausgabe 88, auf den Seiten 1575 bis 1579 im Februar 1991. Damit, und das ist dann auch übersetzt worden, ich habe hier die Internetadresse angegeben von Proceedings of the National, das ist immerhin die Stände, ich habe mir diese Dinger mal angesehen, diese Proceedings of the National Academy of Science of the United States. Also bin ins Robert-Koch-Institut, Nordufer 20 in Berlin-Wedding gefahren. Das ist heute noch dort. Und die kriegen natürlich auch diese Zeitschrift. Die kommt so im Schnitt alle 14 Tage raus. Und hat etwa die Dicke eines halben Otto-Katalogs. Das sind die Veröffentlichungen der Mitglieder der Akademie der Wissenschaften der USA. Und wiederhole, Professor Peter Duisberg ist ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften der USA. Das ist also nicht irgendwer. Das ist eine hohe Position, die man als Wissenschaftler erreichen kann. Ja, auf Deutsch ist es denn erschienen, unter anderem in die Widersprüche der AIDS-Epidemiologie, Raum und Zeit, Heft Nummer 54. Hier im Hintergrund sehen Sie die Nummer 50, also vier Ausgaben weiter. Ist es erschienen, dann auf Deutsch, und zwar im November, Dezember 91, auf den Seiten 16 bis 24 in der Raum und Zeit, 54. Ja, und mit dieser Duisberg-Arbeit steht also wissenschaftshistorisch fest, seit wann Robert C. Gallus HIV-AIDS-These als beendet und widerlegt angesehen werden darf. Ab Februar 91. Das ist nun auch schon über 20 Jahre her. Wenn Ihnen das deutsche Fernsehen bisher vorenthalten hat, dann sollten Sie sich mal darüber fragen, was das für ein Fernsehen ist. Sozusagen Alliiertenfunk. Feindsender. Ja. Und das, obwohl der Hauptkritik
von Professor Duisberg, also ein Akademiemitglied der Wissenschaften der USA, kommt. Aber einige wird das vielleicht nicht überraschen. Professor Peter Duisberg ist in Deutschland geboren und in den 60er Jahren an die Universität von Kalifornien gegangen, ist sozusagen, hat zwei Pässe, nicht den deutschen und den amerikanischen, und der spricht sehr gut Deutsch, wie er offensichtlich in Amerika auch lehrt. Ja, zur Erinnerung an diesem sagenhaften Ereignis möchte ich Ihnen vielleicht nur kurz die Zusammenfassung dieses Artikels, die Widersprüche der AIDS-Epidemiologie, ist dann aus Raum und Zeit, November, Dezember 1990. Also Sie werden mir nachsehen, dass ich Ihnen jetzt nicht die etwa 5, 6 Seiten, die der Artikel, nein, Entschuldigung, 8 Seiten hat. Na gut, da sind allein 3 Seiten Literaturhinweise. Das ist ja leider im wissenschaftlichen Bereich so, dass wenn Sie eine neue Äußerung tun, dann müssen Sie 400 Quellenangaben machen. Oder wenigstens 100. Ne? Ja. Und da werde ich Ihnen jetzt kurz die Zusammenfassung präsentieren. Das ist eine halbe Seite, ist hier mit dabei. Habe ich das heute mitgebracht. Und aus dieser Zusammenfassung geht es um das Wesentliche, was Sie dann erkennen werden. Unter dem Titel Kranke Medizin. Wie gesagt, November, Dezember 91. Die Widersprüche der AIDS-Epidemiologie von Professor Dr. Peter H. Duisberg, Berkeley, USA. Einleitung in dem Fall vom damaligen Herausgeber von Raum und Zeit, ein Herr Ehlers. Mit der endgültigen Kritik der AIDS-Virus-Theorie von Kavi Schneider, Berlin im Raum und Zeit Nummer 50, hatten wir das Thema AIDS erstmal einmal abgeschlossen. Jetzt hat Professor Dr. Peter Duisberg in Proceedings of the National Academy of Science of the United States in der Nummer 88, das ist dem Ehlers auch aufgefallen, dass es die Nummer 88 ist, eine weitere Arbeit veröffentlicht, die unserer Meinung nach die HIV-Virus-These ab Absurdum führt. Denn Duisberg weist jetzt nach, welche Widersprüchlichkeiten in den Veröffentlichungen stecken, die von den Befürwortern der AIDS-Virus-These herausgegeben wurden. Da stimmt nicht ein einziger Zusammenhang. Wegen der Aktualität der jüngsten Duisberg-Veröffentlichung und weil inzwischen 125.000 gesunde und kranke Antikörper-Positive weltweit mit ACT gepflegt in Anführungszeichen, werden, Verkaufserlös 287 Millionen Dollar, glaubt Raum und Zeit, dass es Zeit wird, wieder einzugreifen. Und jetzt kommt die Zitat aus der Originalarbeit, der deutschen Fassung. Zusammenfassung, also nur die Zusammenfassung. Das neu definierte AIDS-Syndrom schließt 25 nicht miteinander verwandte, parasitäre, neoplastische und einige andere nicht ansteckende Indikatorkrankheiten wie Pneumonie, Tuberkulose, Kaposi-Sarkom, Lymphom und Demenz ein. Aufgrund epidemiologischer Korrelationen wird vermutet, dass das Syndrom durch ein neues, sexuell oder parenteral übertragenes Retrovirus, genannt humanes Immunodefizienzvirus oder abgekürzt HIV, verursacht wird. Es wird vermutet. Schon allein die Formulierung verdient einen Nobelpreis. Die folgenden epidemiologischen Daten stellen diese Hypothese in Frage. Wie gesagt, das ist eine Widerlegung oder Negation. Denn die anderen haben ja nie bewiesen, dass HIV jetzt macht. Erstens, es gibt keine absoluten Korrelationen zwischen HIV-Infektion und AIDS. Zum Beispiel variiert das Risiko infizierter Personen, AIDS zu entwickeln, um mehr als den Faktor 10, mit deren Geschlecht oder Nationalität. Aber besondere Gesundheitsrisiken wie Drogenabhängigkeit und Hämophilie, die in AIDS-Statistiken nie als unabhängige AIDS-Ursachen aufgeführt werden, korrelieren in den USA direkt mit etwa 96% aller AIDS-Krankheiten. Vor allem gibt es erworbene Immunmangelsyndrome ohne HIV-Infektion in allen Risikogruppen. Zweitens, AIDS in Amerika ist nicht vereinbar mit einer neuen Infektionskrankheit, weil es nahezu ausschließlich, 91%, bei Männern vorkommt. Ich wiederhole.
ausschließlich zu 91%, fast ausschließlich bei Männern vor. Durchschnittlich 10 Jahre zwischen der Infektion mit HIV und dem Ausbruch von AIDS vergehen, spezifische AIDS-Krankheiten zwischen verschiedenen Risikogruppen nicht übertragen werden und AIDS sich im Unterschied zu neuen Infektionskrankheiten nicht exponentiell ausbreitet, seit der AIDS-Test etabliert ist und seit 1987 die AIDS-Definition ihre gegenwärtige Fassung erhielt. Drittens, epidemiologische Daten zeigen, dass HIV ein lang etabliertes, perinatal übertragenes Retrovirus ist. HIV ist ein Marker für das Risiko, an amerikanischem AIDS zu erkranken, weil HIV in den USA selten horizontal nicht übertragbar ist, außer durch häufige Transfusionen, intravenösen Drogengebrauch und Promiskuität. Hieraus ergibt sich der Schluss, dass amerikanisches AIDS nicht ansteckend ist, und es ist anzunehmen, dass bislang nicht identifizierte, meist nicht infektiöse Pathogene AIDS verursachen. Also mit nicht infektiöse Pathogene meint Duisberg Gifte. Und er hat in einer weiteren Arbeit auch darauf hingewiesen, dass diejenigen, die also die härtesten Drogen nehmen, zu 80% Männer sind. Und da ist eine Korrelation, also zwischen Drogengebrauch und dann Erkranken, das, was man AIDS nennt. Später ist die AIDS-Falldefinitionsliste auch erweitert worden auf 29 Krankheiten. Und ich hatte damals gemerkt, dass das AIDS-Zentrum Berlin lediglich das 1:1 übersetzt. Also das, was die Amerikaner dort vorgeben, vom CDC in Atlanta, Georgia, ist vom Robert-Koch-Institut einfach nur 1:1 mit einem halben Jahr Verzögerung übersetzt worden. Nicht? Die haben das einfach übernommen, was die Amerikaner dort sagen. Und das war 93, das ist ja ein Artikel aus 91. Und seitdem ist auch die Cervix-Karzinom, also die Gebärmutter als Krebs, als 29. Krankheit auf dieser Liste. Das war natürlich die Reaktion auf solche Kritik, dass über 91% der sogenannten AIDS-Betroffenen nur Männer seien. Also mit Cervix-Karzinom wollte man Frauen in die Statistik reinbringen. Ich habe dann 2 Jahre die Zahlen beobachtet, vor allen Dingen Sachsen. Die haben 2 Jahre gar keine Fälle gemeldet. Und da habe ich mich gefragt, hey, wie machen 5 Millionen Sachsen das? Haben die keinen Sex mehr? Ja, nicht? Ja. Es ist ja, wie Duisberg sagt, nie nachgewiesen worden, dass HIV AIDS macht, oder wie spätere Kritiker hier in Deutschland, Dr. Stefan Lanker sagt, na, die DVD habe ich auch wieder mit, falls Sie die mitnehmen wollen, sagt, ja, die haben ja noch nicht mal das Retroviren nachgewiesen und HIV erst recht nicht. Und da hat der Dr. Lanker natürlich recht. Sein erster Artikel, der war so im Dezember 1994, also lange nach dem Duisberg eigentlich AIDS schon erledigt hatte, kommt Lanker und sagt, hey, es gibt noch nicht mal das Retrovirus. Duisberg geht ja noch davon aus, dass es das HIV gibt, aber nicht AIDS macht. Ne? Und Lanker sagt, es gibt nicht mal HIV. Und macht auch gar nichts. Ich weiß, weil was nicht existiert, kann auch nichts machen. Ganz einfach. Ne? Aber Angst machen können die. Von Angst verstehen die was. So, also das also zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften der USA, Professor Duisberg. Und die Beendigung von AIDS. Ja, dazu Fragen? Gut. Ja, kommen wir heute zu einem weiteren interessanten Teil. Es wurde angeregt, dass ich auf Nexusport mal was über Erich von Däniken mache. Ich habe dann geantwortet, ja, der Herr ist mir natürlich bekannt, auch seine Schriften. Ich erinnere an die Erinnerung an die Zukunft. Da war ich noch Schüler und habe das im Ethikunterricht mal vorgetragen, was so Ideen von Herrn Däniken sind, zur Präastronautik. Habe aber keine konkreten Überlappungen mit uns jetzt hier gefunden. Also die es da gab, war die Chronik von Akkakor, falls sich da jemand dran erinnert, Karl Brucker. Stimmt. Und dass es dort einen
ja, wie soll man sagen, Urwaldführer gab, der vielleicht auch Herrn Deneken was zeigen wollte in irgendeiner Höhle, ein UFO. Das ist ja sein Spezialthema, Präastronautik und UFO. Und das, also wenn das geklappt haben sollte, dann hat er geschwiegen, der von Deneken. Also mir ist keine Veröffentlichung bekannt, die sagt, dass er da tatsächlich ein UFO in irgendeiner Höhle gefunden hat, weil dann hätte er dazu schreiben müssen, woher die kommen. Nee, das hat er doch dann auch redigiert, weil er verarscht worden ist. Möglich, ja. Das kann, da, so kann ja die Geschichte so durchaus durchgegangen sein. Aber stellen Sie sich mal vor, der ist wirklich in der Höhle mit einem UFO geführt worden, hat ein Foto gemacht und stellt dann fest, ah, das hat ein Hakenkreuz dran. Ich glaube nicht, also auch bei der Prominenz von Herrn von Deneken, dass er das dann gemacht hat. Ne? Na, wie auch immer. Dadurch, dass der Vorschlag gemacht worden ist, ich könnte ja auch mal was von Erich von Deneken machen, als wenn der also es nötig hätte, dass ich ihn noch bewerbe. Wir haben ja schon genug Probleme, den Leuten das Deutsche Reich mal ans Herz zu legen. Ne? Na gut, habe ich mir dann andere Gedanken gemacht, nämlich, ob Herr Deneken vielleicht falsch lag. Und das habe ich zu Papier gebracht und zwei Gegenthesen zu Erich von Denikens Präastronautik-These formuliert, die natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben oder gar Richtigkeit. Aber Deneken kann auch keine Präastronauten vorweisen. Das ändert nichts an den Rätseln der Vergangenheit. Denen kann man ruhig nachgehen. Nur die Interpretation dieser Rätsel, die können durchaus andere sein. So. Wollen wir mal gucken. Ach ja, da können wir auch mal das Bild dann kurz ändern. Dann brauchen wir das nicht mehr. Ja, das freundliche Virus lächelt Sie an, genau. Lächelt. AIDS, die Krankheit, die es gar nicht gibt, Raum und Zeit. Also da stand, das gilt immer noch als das, die beste Zusammenfassung aller Kritik. Ja, das ist die deutschen U-Boote, machen die Weltmeere. Da können wir auch schon mehr. Geheime Wunderwaffen. Adolf Hitler, Begründer Israels, sollten Sie unbedingt sich besorgen. Das gibt es noch. Das ist auch ganz nett, Atlantis, Edda und Bibel. Vor allem der Untertitel, ne? 200.000 Jahre germanische Hochkultur. 200.000 Jahre. Ja. Da müsste man in der Erdgeschichte auch mal was umschreiben. Ende der Erzählung, das hat man auch. Na, komm schon. Kolumbus kam als Letzter, das ist doch ein wunderbarer Titel, nicht? Stimmt alles nicht. Irrtümer der Erdgeschichte, der Hans-Joachim Zimmer kann ich nur ans Herz legen. Ja. Ja, das ist sein neuestes Buch, Die Erde im Umbruch. Der Energieirrtum, dazu gibt es ein Interview mit ihm auf YouTube, aber auch Alpenparlament TV, der Professor Dr. Michael Vogt. Der hat ihn interviewt, ich glaube 2009, zu dem Thema und zu dieser Buchveröffentlichung. Das passt zu dem, was ich letztes Mal auch gesagt habe. Nicht, da hatten wir ja dieses Buch da kurz angesprochen von, wieso hält er jetzt nicht an? Ja, wollen wir mal kurz gucken. Jetzt, so, da hatten wir das Buch angesprochen von Stephen Williams. Ja, Lindsay Williams, nicht, da hat man das angesprochen, mit dem Buch The Energy Non-Crisis. Und dass die, das hat ja schon 1976, glaube ich, geschrieben. Das ist dann auch in der zweiten Auflage gemacht und da hat ist gesagt worden, dass die Entstehung des Öls ganz anders ist, als uns erzählt wird. Also nicht tote Urwälder und Dinos sind das Erdöl, sondern das wird anorganisch durch wahrscheinlich Erdreibung gemacht und meistens weiß auch keiner mehr, was in mehr als 10 Kilometer Tiefe, wenn man über die Erdkruste bohrt, überhaupt was da los ist. Nicht? Das meiste Öl wird zwischen 3 und 4 Kilometer Tiefe rausgeholt. Und wenn ein Lager dann als nicht mehr ergiebig gilt und man ein paar Jahre später nachguckt, ist es wieder vollgefüllt. Nicht? Da ist wahrscheinlich Aladdin mit der Wunderlampe vorbeigekommen und dann nachgefüllt. Das heißt also, alles, was wir heutzutage offiziell
über die Erdölkrise erfahren, ist im Prinzip völliger Unsinn. Ja, es gibt so viel Erdöl, so sagt auch Zillmer in seiner neuen Veröffentlichung, und wie sagt der Energieirrtum, können Sie sich das im Internet ansehen. Das ist also fantastisch, nicht, was da gesagt wird. Und auch vor allen Dingen, wie Professoren, auch angesehene Professoren, bedrängt werden, da nicht die Wahrheit zu sagen, oder wenn sie die Wahrheit gesagt haben, wie sie sonst wie bedrängt werden. Davon erzählt der Dr. Zillmer auch in diesem Interview mit Professor Michael Vogt. Danke vom Alpenparlament TV. Nein, nachher bitte. So, ich komme jetzt zu dem Text von heute. Und als ein Beispiel hatte ich dann hier den Stahlhammer mit reingebracht, aus dem anderen Buch von Zillmer, aus dem Buch die Evolutionslüge. Nicht? Das ist 2005 erschienen und in der dritten Auflage 2010. Die Evolutionslüge, die Neandertaler und andere Fälschungen der Menschheitsgeschichte. Und da ist in Kapitel 4 Lug und Trug die Menschwerdung zu alte Werkzeuge beschrieben. Also ein Stahlhammer, der aus der Zeit, Kreidezeit stammt. Ja. Das ist offiziell ist die Kreidezeit die Zeit auch der Dinos, so 140 Millionen Jahre vor der Zeit bis 65 Millionen Jahre. Und offiziell gibt es da keine Menschen. Das würde nämlich nicht zu Darwin und der Evolutionslüge passen. Nicht? Und da in Kreide drin ist ein Stahlhammer, wunderbares Farbfoto im Buch, kann Ihnen das nur empfehlen, das ist jetzt um die Hälfte herabgesetzt, kriegen Sie so für 9 Euro oder so, diese dritte Auflage, nicht von die Evolutionslüge lohnt sich, ne, weil da steht schon so viel drin, dass sozusagen, da droht Ihnen die nächste Weltbildzerstörung, um das mal einfach auszudrücken, ja, um das klar zu machen. So, also, wir waren aber zurück bei dem Thema, was ist mit den Präastronautiken bei Däniken? Und um eine Gegenthese aufzubauen, braucht man natürlich auch Hinweise, was in der sozusagen in alter Zeit passiert ist. Und und daraus dann die Schlüsse zu ziehen oder die Interpretation, wie es denn anders gewesen sein könnte. Also ich lese mal vor. Also erstens These Erich von Däniken, Astronautengötter von fernen Sternen. Erich von Däniken hatte 1968 mit dem Buch Erinnerungen an die Zukunft, ungelöste Rätsel der Vergangenheit, die These thematisiert, dass diverse Bauwerke und Funde aus alter Zeit, sowie die Menschheit selbst, mit Besuchen von Außerirdischen zusammenhängen würden. Und kaum war EVDs Buch ein Bestseller, da wurde das Thema, die Götter waren ja nur Außerirdische, durch einen Kinofilm verstärkt. Als eins der vielen Beispiele nannte er die Karte des türkischen Admirals Piri Reis aus dem 18. Jahrhundert, die eine längliche Verzerrung der Kontinente zeigen würde, wie man sie erst ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch Aufnahmen von Satelliten aus dem Orbit her kannte. Erich von Däniken's These baute darauf auf, dass die Geschichte so war, wie sie allgemein bekannt ist, beziehungsweise so sei, wie sie durch Experten, Schule und Fernsehen propagiert wird. Was ist aber, falls Geschichte anders war, länger war, schrecklicher war als bisher erkannt? Die Geschichte, oder Geschichte bedeutet bei mir, ich bin Jahrgang 1958, dass Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts ab der Grundschule gelehrt worden war, dass die jetzige Hochkultur vor etwa 5000 Jahren im alten Babylon, Sumer, Mesopotamien, heute Bagdad, Irak, Mittelasien entstanden sei. Einer der Großen dort war König Hammurabi. Der war deswegen ein großer König, weil er eine Gesetzestafel aus Stein erstellen ließ, den Kodex Hammurabi. Eine Stele aus Diorit, die es noch heute im Louvre in Paris zu bestaunen gibt. Danach kamen die Ägypter mit Pyramiden und Mumien, die alten Griechen mit schönen Tempeln und Philosophien, die Römer mit Krieg, Steuern, Besatzungsregime durch Cäsar, Senat und Armeen, Legionen, Legionäre, so sagten die Lehrer. Schon bei Hammurabis Gesetzestafel kam mir als Jugendlicher der Gedanke, was ist, wenn das nur die letzte erhaltene Tafel ist,
Und alle Gesetzestafeln und Zeugnisse der Vorgänger sind so tief verschüttet oder zerstört. Zwei Gegenthesen. These, es gab diverse Hochkulturen, die sich alle zerstörten. Alte Götterstaaten der Erde könnte man sie auch nennen. Angenommen, in der letzten Hochkultur vor der jetzigen, also vor 20.000 bis 100.000 Jahren, hatte es Hochtechnologien gegeben, teilweise wie heute, zum Beispiel Fissionsreaktoren, also AKWs, Raketen mit Atombomben, ICBMs, Zeppeline, Eisenbahnen und fliegende Scheiben mit Fusionsantrieben, Autos mit Orgon-Energiemotoren, sowie eine bescheidene Raumfahrt, zum Beispiel zu Kolonisten auf Mond, Mars und anderen Basen. Angenommen, es gab einen prähistorischen Atomweltkrieg 18.000 Jahre vor Christi Geburt. Westreich gegen Ostreich oder umgekehrt oder Süd gegen Nord. Alle Zentren der Hochkultur wurden mit Atomwaffen ausradiert. Es blieben nur die Gebiete ohne Städte. Mehr oder weniger verstohnt, also grüne Gebiete, in denen höchstens Urwaldbewohner, zum Beispiel Amazonas-Steinzeitmenschen, Affen und Raubtiere überleben können. Bei Rückkehr einiger Raumfahrer aus dem Orbit von Mond und Mars konnten sie wegen der Radioaktivität und Verstrahlung nur lebendige Landschaften anfliegen. Und die Bewohner der Urwälder hielten diese Erde-Astronauten von den ehemaligen Hochzivilisationen für Götter und ihre Orbit-Mond-Venus-Raumgleiter oder auch Space Shuttles oder Professor Sängers Orbitalgleiter genannt, für Götterbarken. Siehe Beispiel. Anmerkung 2 dazu. Tja, weitere These. These, es wird Hochkulturen geben, die in die Vergangenheit eingreifen. Erdgötter der Zeit sozusagen. Angenommen, in einer der nächsten Hochkulturen nach der jetzigen, also in 100.000 oder in 1 Million von Jahren, wird es Hochtechnologien geben, von der wir heute zwar schon träumen können, zum Beispiel eine Zeitreisemaschine war von H.G. Wells im Science-Fiction-Roman The Time Machine 1895 beschrieben worden, ist also auch schon ein paar Tage her, diese Zeitmaschine. Da wir aber dennoch keine Ahnung haben, wie die zukünftigen Hochtechnologien funktionieren werden, ist es durchaus denkbar, dass Zeitreisende für eine Zeitreise Astronautenanzüge, Astronautenhelme und Zeitreiseraumschiffe brauchen, die genauso um den Orbit, um den Erdorbit fliegen müssen können, wie die sonst üblichen Raumgleiter. Und so aussehend können Reisende der Zeit aus einer fernen Zukunft der Erde bei ihren Vorfahren einen Cargo-Kult auslösen. Ich hoffe, Sie haben von dem Cargo-Kult schon mal gehört. Sie können sogar die Lebensbedingungen aller vorzeitlichen Ahnen verbessern. Es ist sogar möglich, dass die Verbesserungen längst passiert sind. Und unsere alte Vergangenheit und jetzige Gegenwart früher viel schrecklicher war, als wir weder noch wissen können, noch überhaupt ahnen dürfen. Ja, als Anmerkung habe ich dann genau das Buch Erinnerung an die Zukunft, Egon Verlag 1968. Wer kennt das überhaupt? Gut. Und dann gab es gleichnamigen Dokumentarfilm, 97 Minuten von Harald Reinl, ein Jahr später aus dem Jahr 1969. Wenn mich nicht alles täuscht, kann man den heute auch irgendwo downloaden. Fragen Sie mich aber jetzt nicht wo. Einfach Erinnerung an die Zukunft eingeben, YouTube-Programm. Ja, was auch interessant ist als Anmerkung war das Buch Atlantis, Edda und Bibel, 200.000 Jahre germanischer Weltkultur und das Geheimnis der Heiligen Schrift. Das ist das Buch von Hermann Wieland, im Großdeutschen Verlag in Weißenburg 1925 erschienen. Ich hatte ab und zu mal in den letzten 10 Jahren aus diesem Buch zitiert, vor kurzer Zeit war das sogar. Und es gibt eine
Faksimile-Ausgabe von Bremen beim Roland Verlag. Mal gucken, ob der Verlag noch existiert. Aber ich denke mal, online bei unglaublichkeiten.com kriegen Sie es auf jeden Fall, schätze ich mal. Ja, und eine Anmerkung noch dazu, zu diesen Adantas, also 200, da hat also auf dem Wissensstand von 1925 einer nachgewiesen, also das ist lange bevor Adolf Hitler Reichskanzler wurde, nicht? Also kannst du mal sehen, wie hoch damals die Wissenschaften hier waren, dass es Beweise gibt für 200.000 Jahre germanische Hochkultur. Ja, das ist also Wahnsinn. Ja. Ich sage ja immer, dieses Buch und das von Gorsleben, die beiden allein hätten genügt, um Deutschland wieder mal den Krieg zu erklären. Da hätten wir ja keinen Adolf gebraucht. Ne? Also, ja. Ja, und Hochkulturzerstörung, also Sie müssen nicht denken, dass ich da alleine bin. Es gibt Leute, die mit Hollywood-Filmen ein Vermögen damit machen, mit Hochkulturzerstörungsfilmen. Ne? Hochkulturzerstörung war Thema im Kinofilm Matrix, sogar eine Trilogie dann geworden. Im Teil 2, Matrix Reloaded, siehe Begegnung von Neo mit dem Schöpfer, oder auch im Film der Konstrukteur genannt. Der Neo offenbart, und jetzt kommt's, dass es 5 Weltzerstörungen mit freien Menschen in Sion, Jan van Helsing hat ja mal aufgeklärt, was der Begriff Sion mit S geschrieben bedeutet, nicht? Das ist Mitternachtsberg Deutschland. Ja, genau. In dem Film wird der Begriff Sion auch benutzt. Für die Gegend, wo noch die letzten freien Menschen wohnen und die von der Maschinenwelt bekämpft werden. Irgendwelche Ähnlichkeiten mit der Wirklichkeit sind, denke ich, voll beabsichtigt. Gut, also, wenn der Neo offenbart wird, dass es 5 Weltzerstörungen mit freien Menschen in Zion zuvor gab und Neo der 6. Neo sei, der kurz vor der 6. Zerstörung steht. Also die radieren immer wieder den Gedanken von freien Menschen aus und stolpen dann sozusagen ihre Roboter, Maschinen oder wie auch immer Welt obendrauf. Ja. Also wenn sie freiheitliche Gedanken haben, sind sie hier richtig. Bei den Systemlingen sind sie falsch. Da dürfen sie keine freiheitlichen Gedanken haben. Ja, meine 2 Gegenthesen. Ich bitte um Diskussion. Fangen wir mal an mit Erich van Deen. Diesen Mann kenne ich persönlich. Ich bin auch Mitglied der Ancient Astronaut Society.